Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich gebe dir heute 5 Tipps, die essentiell sind für die White-Lung-Fotografie. Bevor ich loslege, achte auf 2 Sachen, die sind super wichtig und die sind mir auch schon passiert und ich habe mich geärgert. Sache Nummer 1, guck, dass eine Speicherkarte bei dir in der Kamera drin ist. Ich habe es selbst schon erlebt. Ich bin irgendwo hingefahren, wollte fotografieren und habe gemerkt, scheiße, meine Speicherkarte steckt noch zu Hause im Rechner. Das zweite ist, achte auf einen vollen Akku. Auch das ist mir schon passiert. Ich war irgendwo, wollte Wildlife fotografieren oder Landschaft, ist egal. Schalte die Kamera an und merke, scheiße, mein Akku hat nur noch 20%. Also achte auf die beiden Sachen und jetzt geht's mit den 5 essentiellen Tipps los. Tipp Nummer 1, den ich dir geben kann, guck, dass du einen großen und einen bequemen Rucksack hast. Ich hatte vorher einen Rucksack, in dem ich die Kamera direkt am Objektiv angeschlossen in den Rucksack packen konnte. So hatte ich schnellen Zugriff drauf. Der große Nachteil war bei diesem Rucksack aber, dass der sehr unbequem war nach einiger Zeit, mit dem ich da unterwegs bin. Und jetzt habe ich den Kompromiss geschlossen. Ich kann mein Sony 200 bis 600 oben quer reinpacken in den Rucksack. Bei mir ist es der Shimoda Explore 30 V2, der steht da hinten. Ich benutze den quasi nur für den Transport, das heißt im Auto. Und sobald ich aussteige, mache ich die Kamera am Objektiv dran und hänge mir die um. Wenn dich das interessiert, der Rucksack, dann schau gerne hier oben oder hier oben, ich weiß nicht genau. Da habe ich ein ausführliches Review dazu gemacht. Apropos umhängen, das ist das zweite, was ich dir mitgeben kann. Besorg dir einen sogenannten Kameragurt oder einen Schultergurt. Wie gesagt, ich habe bei mir das Sony 200 bis 600 und ich habe hier einen Schultergurt dran. Das ist ein Schultergurt von Peak Design, gibt es auch von anderen Marken, aber ich habe mehrere getestet und für mich ist der Peak Design quasi am bequemsten und am effektivsten. Ganz klassisch sind hier diese Clips von Peak Design, damit könnt ihr den Gurt ganz schnell dran und abklippen und der Gurt an sich ist dicker als andere, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das ist zumindest das, was ich festgestellt habe. Ist oben an der Schulterpartie gummiert. Und den trage ich meistens, habe ich den einfach so umgehangen. Ihr seht, dass das Objektiv jetzt relativ tief hängt. Ist zwar besser, um es nach vorne zu nehmen, um damit zu fotografieren. Wenn ich aber weiß, dass jetzt gerade kein Tier kommt, dann habe ich hier so ein Riemchen und kann das einfach hochziehen. Und das Objektiv ist einfach höher und baumelt nicht so beim Wandern. Genau, so viel zu dem Schultergurt. Den zweiten Punkt, auf den ich eingehen möchte, also Tipp Nummer 2, achte auf deine Kleidung, mit der du unterwegs bist, wenn du Wildlife fotografierst. Ganz wichtig ist hier, dass du bequeme Schuhe hast. Am besten hast du Wanderschuhe an. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mit Wanderschuhen einfach am längsten und am bequemsten unterwegs sein kann. Und Wanderschuhe haben oftmals den großen Vorteil, dass die wasserfest bzw. wasserdicht sind. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres, wenn du irgendwo bist und du hast nasse Füße, weil nasse Füße werden schnell zu kalten Füßen und dann frierst du schnell und dann musst du einfach deinen Trip abbrechen. Neben den Schuhen finde ich ganz wichtig, dass du lange Socken an hast, weil lange Socken schützen im Sommer vor Zecken. Neben den langen Socken ist wichtig, dass du, oder zumindest mache ich das so, ich habe immer eine lange Hose an. Ich kann hier eine Hose empfehlen, das ist von Revolution Race eine Hose. Ich kann dir nicht ganz genau das Modell sagen, schau dich da mal um, welches für dich da am besten passt. Aber die Hose, die ich habe, die ist super bequem, ich kann die unten an der... Am Saum mit einem Klettverschluss kann ich die enger machen. Die Kniepolster und das Gesäß ist wasserdicht. Das heißt, ich kann mich auch mal irgendwo hinsetzen, wo es irgendwo feucht ist. Und die Hose hat tatsächlich viele Taschen, in denen ich noch kleines Equipment, wie zum Beispiel mein Handy oder sonstiges, einfach schnell verstauen kann und ich so schnell Zugriff drauf habe. Wenn wir schon bei der Kleidung sind, dann kannst du dir auch überlegen, ob du einfach Tarnkleidung mitnimmst. Ich habe mir Tarnkleidung bei dem großen Versanddienstleister mit dem A im Namen geholt, für kleines Geld. Das ist so ein Gili-Anzug, nennt sich das. Das ist quasi eine Jacke für oben im Camouflage-Muster und eine Hose. Die Hose hatte ich unterwegs noch nie an, sondern ich habe immer nur diese Jacke mit einer Kapuze im Rucksack. Und wenn ich dann irgendwo sitze und auf einen Eisvogel zum Beispiel warte, ziehe ich mir den einfach an und kann mich so der Umgebung ein bisschen besser anpassen
und die Tiere erkennen mich nicht so schnell. Den dritten Tipp, den ich dir mitgeben kann, ist quasi, wenn es regnet. Wenn es regnet, solltest du schauen, dass du eine Regenjacke dabei hast. Ja, die Regenjacke ist ein bisschen lauter, wenn man läuft. Allerdings möchtest du ja nicht, dass du dann nach dem Trip krank bist. Von daher, wenn du es irgendwie absehen kannst, dann nimm eine Regenjacke mit und ja, die schützt dich halt vor Regen. Wenn es regnet, dann solltest du auch ein oder zwei Müllbeutel in deinem Fotorucksack haben, weil Müllbeutel sind tatsächlich das schnellste und das billigste Mittel, damit dein Objektiv und deine Kamera vor Regen geschützt sind. Du machst vorne einfach ein Loch in den Müllbeutel, stülpst das quasi um dein Tele drüber und kannst dann so quasi mit der Kamera in den Müllbeutel fotografieren. Bei der Sony A7 IV, mit der ich filme und fotografiere, und auch dem 200-600, ich hatte die schon bei Starkregen im Einsatz ohne Müllbeutel und das halten die problemlos aus. Du musst einfach für dich entscheiden, was du deinem Equipment zutraust. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass deine Kamera und dein Objektiv viel mehr abkönnen, als die Hersteller es angegeben haben. Ebenfalls bei Regen habe ich einen Poncho dabei. Diesen Poncho habe ich noch nie benutzt, um ihn überzuziehen, um mich vor Regen zu schützen, sondern das ist ein Poncho, der, ich glaube, 2x2 Meter ist, und den benutze ich einfach, um mich draufzusetzen. Das ist ein Poncho, der ist im Camouflage-Muster. Auch hier kannst du mal bei dem großen Versanddienstleister mit dem A im Namen nachschauen. Für wenig Geld bekommst du da so einen Poncho. Und der ist bei mir so hoch und der nimmt überhaupt keinen Platz weg und ist auch schnell wieder eingepackt. Ebenfalls wichtig, wenn es regnet, ist ein Mikrofasertuch, so banal es auch klingt. Es ist super ätzend, Wassertropfen hinterher in der Nachbearbeitung wegzumachen, sondern nimm einfach so ein Mikrofasertuch, wenn es regnet, geh über die Linse drüber, die Linse ist wieder trocken und du kannst einwandfrei weiter fotografieren. Tipp Nummer 4, wenn du jetzt nicht nur der Run-and-Gun-Shooter bist, nimm ein Stativ mit. Achte bei diesem Stativ darauf, dass es genug Gewicht halten kann, dass der Stativkopf genug Gewicht halten kann, dass die Kamera sich nicht absenkt, wenn du sie auf dem Stativ hast. Und achte darauf, dass das Stativ leicht ist, weil je mehr Gewicht du dabei hast, desto anstrengender werden die Trips. Und im schlimmsten Fall kommst du nicht an dein Ziel an, weil du abbrechen musst, weil du Rückenschmerzen hast. Bei dem Stativ ist auch noch wichtig, dass du darauf achtest, dass der AK Swiss kompatibel ist. Bei dem 200-600 ist es so, dass die Stativschelle nicht AK Swiss kompatibel ist, sondern ich habe mir da noch so eine Schiene geholt. Genau, die sieht so aus. Und das kommt dann quasi einfach so auf das Stativ und hält. Es ist besser, das Objektiv unten an der Stativschelle zu befestigen auf dem Stativ, als an der Kamera, weil wenn du die Kamera auf dem Stativ befestigt hast, dann zieht das ganze Gewicht vorne am Bajonett und es kann sein, dass die irgendwann das Bajonett kaputt geht. Von daher achte immer drauf, dass du Kamera mit Objektiv unten an der Stativstelle auf dem Stativ befestigst. Den letzten Punkt, Punkt Nummer 5 oder Tipp Nummer 5, das ist quasi Sonstiges. Wenn du unterwegs bist und du weißt, du bist länger unterwegs, dann empfehle ich dir, dass du eine Wasserflasche mitnimmst. Bei mir reichen so 600 bis 700 Milliliter. Die geht einfach in den Rucksack. Und ja, da solltest du auf jeden Fall drauf achten. Wenn wir schon bei Getränk und Nahrung sind, ich habe es zum Beispiel so, dass ich immer einen Schokoriegel im Rucksack habe. Oder aber wenn ich weiß, ich bin wirklich einen halben Tag unterwegs, dann schmiere ich mir ein, zwei Schnitten, schmeiße sie in den Rucksack mit rein. Und habe so unterwegs ein bisschen Nahrung, wenn mich der Appetit dann überkommt. Der letzte Punkt unter Sonstiges, den ich dir mitgeben kann und den finde ich auch sehr wichtig, bereite am Abend vorher alles vor. Das heißt, ich mache es so, ich packe zum einen meinen Fotorucksack mit dem ganzen Fotoequipment und zum anderen habe ich noch eine zweite Tasche dabei, in der ich eine Regenjacke habe. Da ist der Poncho drin und da ist meine ganze Tarnkleidung drin. Und diese beiden Sachen schmeiße ich dann ins Auto, fahre zu dem Spot hin, wo ich fotografieren möchte und kann dann vor Ort entscheiden, was alles ich mitnehmen möchte. Ich kann dann direkt vor Ort nochmal das Wetter checken und weiß dann nachher, okay, ich brauche eine Regenjacke oder nicht. Und so habe ich vorsichtshalber alles im Auto dabei, in zwei Taschen und bin auf alles vorbereitet. Vielleicht noch eine wichtige Sache zum Schluss. Du wirst wahrscheinlich mitbekommen haben, dass ich in diesem Video ein paar Marken genannt habe.
Mir ist Transparenz ganz wichtig und ich wollte dir mitteilen, dass ich mit keiner dieser Marken in irgendeinem Kooperationsverhältnis stehe. Das ist unbezahlte Werbung, die ich mache und das ist Werbung, die ich mache, weil ich diese Gegenstände einfach für gut empfunden habe und die mir einen Mehrwert geben. Und das wollte ich dir einfach noch mitteilen, dass du das weißt. Damit sind wir auch schon beim Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen freuen und abonniere doch gerne diesen Kanal, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Ich werde in Zukunft vermehrt solcher Videos drehen und ich hoffe, wir sehen uns in einem dieser nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und ciao.